Hallo und guten Tag zu einer weiteren Ausgabe des Suhrkamp Espressos. Wenn Sie das schon mal gesehen haben, wissen Sie ja, was normalerweise passiert. Ich erzähle Ihnen etwas, dass wir ein Oberthema haben, dass es dazu vier Bücher gibt, die wir in den nächsten Minuten vorstellen. Heute ist das so ein bisschen anders, weil wir haben ein Buch. Und ich begrüße an dieser Stelle Katharina Raabe, die nämlich zusammen mit Frank Wegner die Anthologie »Warum lesen? Mindestens 24 Gründe« herausgegeben hat. Guten Tag, Frau Raabe. Guten Tag, Herr Spalleck. Also, kommen wir zu diesem Buch. Es ist ein bisschen anders, was wir am heutigen Tage machen. Warum lesen? So heißt dieses Buch. Natürlich zum 70. Jubiläum des Verlags erschien. Wie kam es dazu? Wie ist dieses Buch passiert? Das Lesen ist ein Riesenthema. Wir haben das Gefühl, viele Leute lesen nicht mehr oder sie lesen anders, sie lesen unkonzentrierter, sie lesen viel im Netz, sie schreiben viel mehr. Und wir haben auch vor 2 Jahren, glaube ich, eine alarmierende Zahl aus dem Buchhandel bekommen. Mehrere Millionen Menschen kaufen keine Bücher mehr. Und wir dachten, wir müssen ein Statement abgeben. Wir haben außerdem gemerkt, dass es verwirrende Diskussionen gibt über Populismus. Es gibt einen großen Druck der politischen Korrektheit, sich nur vernünftig auszudrücken, um nicht ein großes Gewitter über sich hereinbrechen zu lassen. Und wir dachten, wir haben die tollsten Autoren in diesem Verlag, die Intellektuellen, die sich mit all diesen Fragen beschäftigen. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt und jedem von denen, ob es jetzt Sozialwissenschaftler, ein Neurologe, Lyrikerin, Theaterautor war, internationale Autoren aus Frankreich, aus der Ukraine, aus Russland, aus Lateinamerika. Wir haben denen allen spezifische Fragen gestellt. Wir haben allerdings eine Frage nicht gestellt und die lautet, warum lesen? Ah, okay. Und waren die Autoren sofort gewillt mitzumachen? Oder gab es auch welche, die sagen, boah. Naja, so ist es ja immer bei einer Anthologie. Es ruckelt sich zurecht. Für uns war es aber sehr wichtig, dass wir einen Querschnitt haben aus allen Generationen. Und dass es möglichst gleich viel Autorinnen und Autoren sind. Das ist uns auch mehr oder weniger gelungen. Und natürlich, Autoren sind ja ohnehin Leser. Aber wie sie lesen und wie stark das Lesen ihr Schreiben beeinflusst, das ist nicht nur interessant, sondern es ist für uns als Leserinnen auch enorm inspirierend. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass du die Leute bei dem sozusagen ertappst, womit sie sich ohnehin beschäftigen. Hartmut Rosa, der über dann das Wunder der Resonanzerfahrung lesen schreibt, oder Eva Illos, die Lektüren als Akte der Liebe beschreibt. Wie wird eigentlich Liebe, wie wird das Lesen selbst in Büchern dargestellt? Oder jemand wie Serhi Jardin, der über das Lesen im Krieg schreibt. Also wir haben die unterschiedlichsten existenziellen und intellektuellen und sozusagen auch Erfahrungssituationen versucht zu evozieren. Aber Frau Raabe, mal ganz im Ernst, ist das nicht die super Meta-Meta-Ebene, die man da aufmacht? Also man liest über das Lesen? Ist das nicht so ein bisschen so gefährlich? Nein, es ist überhaupt keine Meta-Ebene, es ist das Elementare. Also was tust du, wenn du liest? Und jede hat eine Erfahrung mit frühem Lesen. Es kommt wie ein roter Faden, ziehen sich zum Beispiel Kindheitslektüren hindurch. Es gibt immer wieder diese Frage, wie verwandelt mich das Lesen? Was ist eigentlich, darüber hat Jürgen Habermas geschrieben, was ist eigentlich in einer Öffentlichkeit los, die durchdigitalisiert ist und wo jeder eigentlich auch Autor ist? Was bedeutet das eigentlich für das literarische Lesen? Und was ist das Besondere eines literarischen Kunstwerks, das uns klar macht, es hat eine Autorität, es besteht zwischen uns als Lesenden und den Schöpfern ein Gefälle. Das lässt sich nicht aufhalten. Und Habermas zum Beispiel hat, ich glaube, seit 60 Jahren zum ersten Mal so nah an Adorno dran geschrieben, wie es nie zuvor war. Und das ist zum Beispiel ein Effekt, den dieses Buch sozusagen in den Autoren ausgelöst hat, über den wir uns sehr gefreut haben. Frau Raabe, jetzt sind Sie Mitherausgeberin und ich würde sagen, Sie werden die jetzt folgenden Gespräche wahrscheinlich sehr, sehr viel tiefer führen können als ich, und zwar mit Autorin. Ich bin gespannt und würde sagen, Frau Raabe, bitte übernehmen Sie. Ja, danke, mit Vergnügen. Autonomie und Unsinn heißt der Beitrag, den Thomas Köck für unser Buch geschrieben hat. Thomas Köck, 1986 in Oberösterreich geboren, zählt zu den erfolgreichsten jungen Dramatikern des deutschsprachigen Raumes, hat Philosophie und szenisches Schreiben studiert. Und Philosophie ist gar nicht überraschend, wenn man ihren Beitrag liest, denn er kommt einem vor wie ein Traktat. Und es ist eine großartige Sammlung von sehr prägnanten Sätzen. Zum Beispiel einer meiner Lieblingssätze: Bücher, die mich langweilen, landen auf jeden Fall nie in meinem Bett. Wie sind Sie denn diesen Text angegangen? Was war der erste Impuls,
Wussten Sie sofort, dass Sie einen Traktat schreiben würden? Ich glaube, ich habe erst mal einfach nur so versucht zu überlegen, wie so der Akt des Lesens, was das überhaupt ist. So, also weil das ja eigentlich, wenn man das Gefühl, Lesen ist, hat viel mit so, mit so einer fragmentierten Erfahrung zu tun eigentlich. Also man geht ja vielleicht schnell mal davon aus, dass Lesen irgendwie eher so ein blocksatzmäßiges, sozusagen einem Gedanken lauschender Vorgang ist. So. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich, dass das quasi eigentlich ein sehr assoziativer, fragmentierter Vorgang ist. Oder dass man braucht wie eine Form, um so irgendwie diesen Assoziationen auch Raum zu geben oder so. Und ich glaube, so entstand dann irgendwie diese Form, die ja quasi nach vorne und hinten offen ist und auch für die LeserInnen quasi in alle Richtungen offen ist. Sie kommen immer wieder auf das Thema Lesen und Zeit zurück. Haben Sie genug Zeit zum Lesen? Verstehen Sie Leute, die sagen, sie haben keine Zeit zum Lesen? Also das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, man sammelt ja dann doch einige Bücher an, die man unbedingt lesen möchte. Und verheddert sich dann schon mal in den eigenen Stapeln, weil man sammelt dann doch immer mehr Bücher, die man jetzt unbedingt lesen möchte, für die man aber dann bisweilen auch gar keine Zeit mehr findet. Aber gleichzeitig, wenn man diesen Akt des Lesens sozusagen jetzt weiterfasst oder so, dann quasi entkommt man ja dem Lesen auf eine bestimmte Art gar nicht. Und dann finde ich sozusagen das Lesen von Literatur wiederum eher wie so das eigene Werkzeug schleifen, damit man quasi nicht vergisst, dass man sich in einer Welt bewegt, in der man halt die ganze Zeit mit Zeichen und Lektüre bombardiert ist oder so. Sie haben einmal auch in Ihrem Text von der gespenstischen Angelegenheit Lesen gesprochen. Was meinen Sie damit? Lesen ist ja auch immer wie so eine Auseinandersetzung oder so eine, wie sagt man denn, wie so eine Lektüre auch logischerweise mit toten Stimmen, das eh. Gleichzeitig ist aber auch quasi innerhalb der Schrift ist ja nicht klar, mit wem man es zu tun hat. Also man geht halt gemeinhin davon aus, da steht halt so der Name von einer Autorin oder von einem Autor obendrauf und das ist, und da findet ja eine Fehlidentifikation dann schnell mal zwischen den Zeilen statt und so weiter. Und man erschafft sich ja eigentlich wie so im Lesen seine eigenen AutorInnen eigentlich, mit denen man dann durch diesen Text geht und so. Und dann schleppen alle Bücher ja die ganzen Geister mit sich rum, durch die sie ja auch hindurch mussten, um selbst zu einem Buch zu werden. Und das ist immer so, das ist unter anderem eine der gespenstischen Angelegenheiten beim Lesen. Aber ich halte Lesen sowieso für die allergespenstischste Angelegenheit sowieso, weil man ja auch, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass so Schauerliteratur auch eins meiner Lieblingsgenres ist. So. Können Sie sich Leser vorstellen, die nicht schreiben? Das ist tatsächlich, nö, kann man schnell beantworten, nee. Und ist es so zu verstehen, dass Sie in einer Art Gespräch sind mit den Toten, nicht nur mit den Autoren, sondern auch mit den Figuren? Das auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ja quasi, also das Schöne an diesem Gespräch ist ja, dass es nach hinten wie nach vorne nicht abgeschlossen ist. Also man begibt sich ja immer wieder in ein neues Gespräch mit diesen Figuren und auch mit diesen Autorinnen und quasi erschafft sich dabei jeweils wieder eigene Zeiten. Also das ist auch nicht so, dass wenn ich quasi jetzt in einem, sag ich mal, 100 Jahre alten Text oder so kram, dass ich dann das Gefühl habe, so jetzt begebe ich mich da 100 Jahre zurück oder so, sondern dann quasi öffnet sich ein komplett neues Zeitfenster auch auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft wiederum hin. Und ich erschaffe mir eine komplett neue, wie sagt man denn, temporale Landkarte sozusagen in der Auseinandersetzung mit alten oder älteren Texten und so Sachen. Das wiederum weckt ja dann auch so Geister der Zukunft tatsächlich. Ist das die Autonomie? Ich glaube, im besten Fall ist es der Unsinn. Katja Petrowskaja hat ihren Beitrag zu Warum Lesen mit 1001 Buch überschrieben. Katja Petrowskaja, 1970 in Kiew geboren, damals noch Sowjetunion, wurde bekannt mit ihrem Buch Vielleicht Esther, hat dafür nicht nur viele Preise gewonnen, sondern das Buch machte auch einen erfolgreichen Gang um die Welt, kann man schon sagen. Und einer der beeindruckenden Sätze in deinem Beitrag betrifft deinen Vater.
du schreibst über euch, über deine Generation, ihr habt immer gelesen, aber die Generation deines Vaters war im Vergleich zu eurer, das waren Wunderkinder des Lesens. Was ist damit gemeint? Es ist, vielen Dank. Erstens, es ist sehr schwierig eigentlich über Beiträge sprechen, weil man die geschrieben hat. Und was meinen Vater angeht und seine Generation, das war für sie vielleicht so ein Widerstand gegen die Realität. Sie sind Kinder des Krieges und das war vielleicht so ein tatsächlich Widerstand gegen sowjetische Macht, gegen Ideologie. Und diese Leute haben gelesen, um sich selbst zu bestimmen. Sie wurden nicht von Realität da draußen bestimmt, sondern durch das Lesen. Und in gewisser Weise, das ist eine Generation von fiktiven Wesen, von hybriden Wesen des Lesens. Und ich habe teilweise auch meinen Text über dieses Buch geschrieben, also dieses Buchlein, das ist ein Samizdat-Buch, was mein Vater im Jahre 1955 gemacht hat. Er ist nach Moskau gefahren, aus Kiew, und hat Gedichte von Pasternak bei verschiedenen Freunden gesammelt, also Gedichte, die noch nicht veröffentlicht wurden. Und hat in Kiew so ein Buch komponiert, was erstaunlicherweise, also diese Gedichte wurden später im Buch Dr. Zhivago veröffentlicht, nicht alle, aber teilweise. Und die Komposition, die mein Vater ausgewählt hat, alleine für sich, war fast identisch so, wie eigentlich später Pasternak gemacht hat. Und wegen dieses Buches wurde mein Vater für fast 3 Jahrzehnte bestraft. Also er konnte keine Arbeit in Kiew finden, weil als Pasternak sein Buch in Italien veröffentlicht hat, oder sein Buch wurde veröffentlicht, und später hat er einen Nobelpreis bekommen, ist in der Sowjetunion eine Hetzkampagne gegen Boris Pasternak ausgebrochen und alle Leser wurden bestraft. Und eigentlich, das war in gewisser Weise eine Kampagne von Nichtleser gegen Leser. Und es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass jemand wegen des Lesens von so einem Buch einfach für 3 Jahrzehnte aus dem Arbeitsleben rausgeschmissen wurde. Ist das Lesen und das Buch so gefährlich für die Macht? Anscheinend. Daran anschließend hast du über das Lesen als das Territorium der Freiheit geschrieben. Würdest du sagen, diese Freiheit ist heute, wo wir alle ständig im Internet lesen, sehr schnell und unkonzentriert lesen, bedroht? Also es gibt verschiedene Formen von Freiheit und ich glaube, als ich darüber schrieb, meinte ich diese einsame Freiheit. Ja, also dieses Recht, um sich selbst zu gestalten, zu beschreiben, dadurch, dass man liest und nicht dadurch, was einem gezwungen wird. Das heißt, du bist aus Büchern zusammengesetzt? In gewisser Weise. Also du bist ein Bücherwesen? Also das ist natürlich sehr gewagt. Aber ich glaube, wenn wir ständig über Herkunft und reale Umstände des Lebens reden, es ist tatsächlich nicht ganz so. Also ich glaube, für meine Generation, also letzte sowjetische Generation, war es viel wichtiger, was man liest. Und die Menschen wurden tatsächlich dadurch geformt. Und wenn man das schon ganz so betreibt, also man meinte, man liest, deswegen existiert man. Und man meinte, sag mir, was du liest und ich sage, wer dein Freund ist. Also die Menschen haben andere Gemeinschaften durch das Lesen geformt. Und ja. Wird das wiederkommen? Also ich bin ziemlich pessimistisch. Und eigentlich damals auch politischer Widerstand war sehr mit dieser inneren Freiheit verbunden. Und jetzt ist es kaum so. Und die Leser haben nicht so einen großen Einfluss auf Weltereignisse wie früher. Die Leute, die in Minsk auf die Straße gehen, sind das alles Leser?
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Ich glaube, in gewisser Weise ja. Aber man erschöpft und gestaltet eigene Freiheit heutzutage durch verschiedene Mittel. Das Buch ist nicht mehr so wichtig. Danke, Katja Petrowskaja. Damit sind wir am Ende dieser Folge, in deren Mittelpunkt die Anthologie Warum lesen? 24 Gründe stand, ein Geschenk zum 70. Geburtstag des Suhrkamp Verlags. Beim nächsten Mal wird Max Spalek euch und Sie an dieser Stelle wieder begrüßen. Vielen Dank. Dankeschön.